Hallihallo, liebe Leute, willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge Corekeeper, gemeinsam mit Maudado. Hallo! Und Klaus. Hallo! Klaus hat seit dem letzten Mal ein bisschen gespielt und einige neue Sachen gelernt. Was hast du denn heute alles Neues für uns, Klaus? Okay, das ist gerade richtig cool. Also ich habe übrigens minimal gespielt. Ich habe Angeln gelevelt, ein bisschen. Was? Okay, Zombie. Warum darf Klaus das und ich nicht? Du darfst auch Angeln leveln. Okay, aber ich will einfach Base bauen. Ja, aber ich hatte sogar überlegt, ob ich das Schienennetz ausbaue, ich hab's aber nicht getan. Das will ich aber auch machen. Ja, aber habe ich nicht getan, weil ich halt nichts bauen wollte. Okay. Gut so, Klaus, ja. Okay, wie viel Angeln hast du gelevelt? Hast du legit gelevelt oder hast du gecheatet? Ich habe legit gelevelt und ich habe erst... Oh mein Gott, ist der dumm, der lädt aber nicht den Mod runter mit dem automatischen Angeln. Gibt's das? Ja. Oh mein Gott. Du kannst einfach AFK gehen. Okay, es ist ein Mod, der mir automatisch Schienencraft. Vor allem, nee. Ich habe noch 4 Punkte nicht geskillt, weil in der nächsten Reihe kann ich halt skillen, dass öfter Fische anbeißen, aber das will ich ja nicht, weil du dann länger am Angeln bist und wenn du Müll kriegst du den Skillpunkt, aber das ist direkt draußen. Ich habe aber dementsprechend, ich habe so einen Drill geangelt, den du haben wolltest, Zombie. Der ist in der Basis. Ja. Dann ein paar coole Fische. Ich habe tatsächlich ein ganz, ganz bisschen was gebaut, und zwar bei dem Anbaufeld habe ich ein Pilzfeld und ein Karottenfeld gebaut. Pilz? Achso, aus dem Pilzboden, genau, meinst du? Genau. Okay. Damit wir das wenigstens haben. Und ich habe halt nebenbei noch ein bisschen das Feld noch immer wieder abgebaut. Dadurch bin ich in Kochen und Feld ein bisschen höher jetzt. 96 und 90. Oh mein Gott, hier ist GLP Junior. Wo seid ihr? Die haben sich vermehrt! In Destiny ist GLP Junior. Achso, okay, ich wollte gerade sagen. Und wollte gerade ausmachen, dann steht er hier neben mir. Nice. Oh, ich habe gedacht, unsere Tiere hätten sich vermehrt. Und was sich gerade geändert hat, also ich habe heute Morgen noch geangelt, in der Zeit, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht kommt noch eine Antwort oder nicht. Da war das noch nicht so. Aber jetzt liegt hier Schnee teilweise in den Caves und die Pilze haben eine Weihnachtsmütze auf. Ultra cool. Es wird halt so funny, wenn die Folge dann im Sommer kommt. Ja. True. Oh mein Gott, der ganze Schnee liegt sogar auf den Wurzeln. Wie cool. Ach, es ist Weihnachten? Ja. Aber vor allem ist jetzt erst Weihnachten geworden, heute Morgen war das noch nicht. Und was ich auch noch gemacht habe, ein letztes. Ich habe da, wo ich geangelt habe, in dem grünen Gebiet, da waren so zwei Riesenerze nebeneinander. Da habe ich ein paar Dinger dran geschlossen, ein paar Drills. Aber ich habe noch nichts gelootet. Die müssen alle in der Kiste sein. Keine Ahnung, wie viel das mittlerweile sind. Ob das 100.000, keine Ahnung, 100.000. Fertig. Jetzt habe ich alles eingeblendet. Okay. Warte, wird jetzt unsere Nacktzeichnen-Unterhaltung rausgeschnitten? Oder was ist jetzt los? Was für eine Zeichnung? Dass man auf Twitch jetzt. Man darf auf Twitch jetzt nackt zeichnen. Und man darf seinen Arsch in die Kamera halten, wenn man sagt, dass man das macht. Ja. Ihr werdet dann aber nicht mehr auf der Frontpage gezeigt. Also, das ist das Risiko, ne? Also, ich hatte Links gestern in meiner Empfehlung, die dafür gebannt wurde. Ich weiß sogar, wie die heißt. Ich sage auch, Twitch war bisher alles, was so erlaubt. Du darfst so minderjährigen Gambling beibringen. Aber sobald eine Frau einen Körper hat, ist irgendwie die Moderation ausgerastet. Also nicht die Moderation, sondern die Zuschauer. Gambling sollte nicht da auf Twitch sein und genauso wenig wie sexuelle Inhalte. Vielen Dank. Ja. Und was mit Gewalt? Die gehören dazu. Wir sind hier bei Gamer. GTA kommt rein. Moment mal. Sexueller Inhalt in Games war ja auch immer recht lax. Wenn das Teil des Games war und es jetzt nicht nur ein pornografisches Game war, so wie ein Hentai-Dating-Simulator, dann war das ja okay. Ich glaube, es hieß, wenn man nicht den Fokus drauf hat oder sowas. Ja, irgendwie geht so. Das immer klar, ja. Ich hab's halt immer gemieden in allen Spielen, wenn es ging. Guck mal, die haben Weihnachtsmützen schon gesehen. Na, du hast irgendeinen Ring geangelt oder so, wolltest du erzählen, Klaus. Ja, den wollte ich dir zeigen. Deswegen habe ich ja das Intro gemacht, wo du dann sagst, okay, du hast jetzt alles erzählt, außer mir halt. Ja. Also, was hast du für einen Ring? Hier ist ein Ring, der hat einen Set. Das ist ein Angelring. Fische beißen 13% schneller, voll doof. Aber das Dreier-Set, 24% des Angels, wird als Fernkampfschaden hinzugefügt. Also, falls dich das interessiert, der ist hier drin. Da bin ich hier. Und da ist auch so ein Herzbärenanhänger, da reckt man ein bisschen was mit. Machen wir Boss. Cool. Und ansonsten hier unten ist jetzt hier die rosa Kiste da oben, die hat fertiges Essen. Ich habe super viel gemacht, wir haben 3000 von dem Dings. Ihr könnt euch so viel reinzwiebeln, wie ihr wollt. Oh mein Gott, Klaus, das ist ja unglaublich. Ja, und ansonsten sind hier Fische, mit denen habe ich aber noch nichts. Das ist alles, was ich geangelt habe an Fischen in der blauen. Okay, und wo waren die Kisten gemalt? Voll cool. Ja. Die Heilkette war oben bei dem bei der Halskettenkiste. Ah, die zweite. Heiltränke. Achso, Heiltränke sind hier oben. Die sind hier. In der grünen. Entschuldigung. Oh shit. Ah! Bist du tot? Oh mein Gott, du hast sie freigelassen! Wo ist der Zaun? Ja, den habe ich aus Versehen mit der Angel weggeschlagen und die sind instant auf mich gesprintet. Hä? Ein Schneeball! Das ist ein Schneeball gedroppt. Wow!
Ich wusste so sehr, dass du den auf mich werfen wirst. Ja, wer hätte das nicht getan da? Ja, das stimmt. Ja, wir können natürlich einen Boss machen. Ich glaube, wir haben dafür das Beschwörungs-Item gebraucht, ne? Dieses Ei. Das musste man hinstellen, sonst kam der nicht runter, ne? Großes glänzendes Objekt. Okay. Ja, ich habe ne, die Zugstrecke zum Boss gebaut. Oben lang. Oben lang? Okay, also nicht links rum. Nee, ich hab gedacht, ich habe schon einen halben Weg. Ja, wir können die ja später mal connecten, wenn wir dann genug haben. Wie hoch ist denn dein Angelskill? 45. Ah ja, und du kannst jetzt irgendwas skillen, meintest du? Ja, ich kann noch viermal, also vier Punkte habe ich noch. Ich könnte Petri Heil skillen. Also ich will links lang, weil da die Ausweichchance ist. Im dritten. Aber ich möchte das nicht skillen, weil dann eher Fische anbeißen. Und Fische dauern halt länger, als einfach nur Müll zu angeln. Oh mein Gott, das ist dein Grund? Okay. Ja, ich warte, bis ich auf 55 bin. Vorher skill ich das nicht. Ja, klingt logisch. Boah, ich würde aber noch gerne, bevor ich zum Boss gehe, kurz gucken, wie viele Skalit-Erze die Drills da rausgeholt haben. Da habe ich nämlich zwei Stück an jeweils ein Erz dran gepackt, die direkt nebeneinander standen, zwei Stück. Okay, ja. Also, da müssten einige drin sein. Okay, ich habe das Ei. Wir können den Boss beschwören. Wo bekommt man das Ei her? Hier bei dem komischen Projektor, wo man auch die Scanner bauen kann. Da gibt es drei Items. Ich vermute mal jeweils eins für jeden Boss von dem neuen Gebiet. Und was hat es gekostet? 10 Erz von allen, außer Gold da nur 5. Und 3 Edelsteine Antike, von denen wir ganz viele haben. Diese Kristalle, die manchmal in der Wand sind. Oh, bevor wir losgehen, wollen wir noch die Kristallsamen anpflanzen irgendwo? Haben wir Boden dafür? Ja, wir haben Kristallboden und wir haben zwei Glimmerholzsamen. Guck mal, wenn du hier in die obere Kiste guckst, ganz unten rechts. Aber das ist für Glimmerholz, also das ist wie die Wurzeln. Genau, genau. Okay. Heißt, wir müssen den Kristallboden irgendwo hinmachen und dann das Glimmerholzsamen oben drauf. Wollen wir das dann rechts, dann haben wir hier links das normale Holz und rechts das Glimmerholz oder so? Es gibt ja drei oder vier Holzsorten wahrscheinlich. Also pack die Schaufel aus, Klaus. Okay. Ich will ja erstmal die Spitzhacke hier, wird jetzt weggehakt. Alter, geht das schnell. Voll mit deiner Sprunganimation dabei. Wie lange hast du geangelt, dass du Angeln noch 45 hast? Also heute von 10 bis 12 Uhr. 2 Stunden. Einfach nur gewartet auf dich. Und gestern Abend ein bisschen. Aber da wurde ich die ganze Zeit abgelenkt, weil ich in der Base geangelt habe. Und immer wenn das Feld war... fertig war, dachte ich mir so, ach komm, baust du noch schnell einmal das Feld ab. Das hat so viel Zeit gekostet. Okay, glaube ich. Meint ihr, das habe ich mich übrigens auch gefragt, wenn, es gibt ja Stellen, wo einfach nur die Schlucht ist. Wenn wir da einen Wasserweg auf hin machen, wird dann die ganze Schlucht mit Wasser gefüllt? Ja, ich denke. Ganz langsam. Braucht eine Weile, okay. Aber wird dann einfach aufgefüllt. Ich wollte es nicht ausprobieren. Da liegt ja Schnee auf den Würzeln. Ja, das ist mega cool. Auf den Würzlis. Würzle. Okay, jetzt hast du eine Hacke Ich habe eine festliche Mütze von einem Pilz. Ja. Aber ich habe auch eine Hacke. Aber eine festliche Mütze. Ja. So, Wasser? Achso, Wasser. Das kann ich holen gehen. Was will denn dieser Händler? Klaus, was will der Hurensohn von uns? Welcher Hurenhändler? Achso, der für die Festtage. Ja, warte, ich gehe kurz. Das Wasser muss warten, Maudado. Ich guck. Oh, der hat einen Weihnachtssack! Will Milch und Kekse. 5 oder 10. Milch oder Kekse? Nee, Milch und Kekse. Das ist ein Item. Holy shit, das ist der Weihnachtsmann. Es ist ein Item, ja. Festliche Werkbank. Feiertagsdekoration. Okay, dann hol ich. Lebkuchenhauskiste. Oder kleines Helferlein, ein Grottling, der deinen Rucksack passt, aber abgesetzt werden will, um alsbald mit der Arbeit zu beginnen. Er produziert Geschenke. Die Qualität der Geschenke steigt, wenn er ein seltenes Essen anbietet. Hier ist ein Blob mit einem Kopf aus dem Weihnachtsmann. Blob. Komm schnell zu uns, zu dem Weihnachtsmann. Das ist ein Schneemann. Ja, aber das ist bestimmt ein orangener Blob-Skin, oder? Ja, ja, ja. Blob. Aber er greift unser Mob. Nice. Milch und Kekse. Er hat gar nicht angegriffen. Milch und Kekse. Ich hab gegossen. Er hat Milch und Kekse gegeben. Achso, nice. Tötet sie alle. Milch und Kekse. Wo ist meine Schleuder? Oh, jetzt ist das schon Wo ist meine Zwille? Meine Zwille? Ja. Wofür steht das ausgesprochen? Zwille? Ja, Zwille ist einfach halt. Schleuder. Ja. Ernsthaft? Ja. Okay, hab ich noch nie gehört. Das sagt man in Deutschland so. Okay. Oder warum betonst du das so abfällig gegenüber mir? Also, du aus Luxemburg, wie kannst du nicht jeden Begriff kennen? Ja, das war nicht abwertend, ich wollte es nur erklären. Okay. Das war nicht abwertend gemeint. Das war, oh, Klaus kommt hier aus dem Ausland, dann erklär dir das. Danke. Ich brauche ja gar keine Zwille mehr, ich habe ja das Blasrohr. Aber hier stimmt mir schon zu, dass das Wort ein bisschen komisch klingt, vor allem auch in dem Satz. Nee, Brötchen, jeder sagt auch zu Brötchen in Deutschland, wecken. Ja, genau. Weckle. Semmel und Wecken, die klingen das auch nicht. Das sagt jeder. Nein. Ich das, nicht. Ist nicht lokal. Irgendwie ich kann mich sehen. Wecken, wenn Klaus fertig mit dem Thema ist. So, wir will nur über Gaming reden. Okay. Kasse Gaming. Ich baue jetzt übrigens auch goldene Sachen an, zu einer Chance von 12%. Warum nur zu 12%? Weil maximal 15% ist und mir noch ein Skillpunkt dafür fehlt. Okay. Boss, aber das, Boss. Wir können jetzt zum Boss. Das Merkwürdige ist, auf meinem Haupt...
Charakter von damals habe ich aber noch 5 Skillpunkte mehr gehabt, obwohl die Sachen nur auf 100 war. Ich weiß nicht, ob man 5 geschenkt kriegt auf 100 oder... Wir können zusammenfahren. Ja. Okay, ich komm zurück. Ich habe Pilze gehauen. Der ganze Schleim ist voller Schnee. Man sieht den gar nicht. Oh, okay. Digga. Warum hast du eigentlich nur eine Wurzel gepflanzt? Kann ich mein Inventar kurz leeren? Ja. Weil so wenig Platz ist. Ja, aber guck mal, wie viel Platz das andere Holz ist. Achso, die können wahrscheinlich nicht auf das normale drauf wachsen, dann ich verstehe. Also ich denke, ansonsten könnte man es nochmal umplatzieren. Wäre es nicht clever, wenn vielleicht eins unten und eins oben links? Das ist jetzt erstmal ein Experiment. Okay, Experiment. Hast du es gegossen eigentlich? Social Experiment. Ich habe alles gegossen, alles. Nice. Nein, ich habe meine Heiltränke weggelegt. Okay, ich nehme einfach die 30 raus, die da drin sind. Hä? Also ich habe keine mehr gebaut, eigentlich müssen... Achso, da oben. Du hast 30? Ich habe nur 10. Hä, da waren 20 drin. Oh, ich hab nur 10 mitgenommen, weil ich gedacht habe, die andere Hälfte kriegt Zombie. Achso, nee, Zombie hatte schon 20. Das war ein Stack für jeden. Ja. Oh, kann ich... Warte, wie viel hast du jetzt, Zombie? 30. Du kannst ja... Ich komme mit 10 klar. Warte, hier 15 Stück, ich drop die Hälfte. Okay. Was, 15? Jetzt nimm doch deine 5 zurück. Ja, ich wollte es nicht so oft teilen, ist anstrengend. Ja, ich hab noch ein paar gecraftet. So, war das alles? Oh, Zombie ist ja... hat eine Flöte, Zombie ist Rattenfänger. Oh, okay, wow. Ist ein Blasrohr. 3, 2, 1, los! Und los! Okay, hallihallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Was habt ihr die Woche so gemacht? Wollen wir über Weihnachtssnacks reden? Ich hab Videospiele gespielt. Oh ja! Ich hab ganz viel Steam Universe geguckt. Ist sehr gut. Das ist ein Cartoon. Ja, habt ihr den gesehen? Das mit dem Typ, der immer nett mit Leuten redet und dann sind die nicht mehr böse. Naruto? Ich habe nur mitbekommen, dass ich darüber lustig gemacht wurde. Ich weiß sonst gar nichts über die Serie. Und alle verwandeln sich irgendwie in Edelsteine. Nein, die sind Edelsteine. Die sind Edelsteine? Oh mein Gott, ich verkaufe die. Jetzt so reich. Nee, Steam Universe ist mega geil. Ich weiß nicht, warum ich so lange nach rechts... links, sorry. Warte, wir warten, Klaus. Okay. Ich weiß nicht, warum ich so lange nicht geguckt habe. Es ist mega geil. Vielleicht der beste Cartoon, den ich je geguckt habe. Hast du Owl House geguckt? Ja. Okay. Hast du Gravity Falls geguckt? Ja. Okay. Dann sind das hohe Worte. Ja, Owl House ist auch mega geil. Unsere Betten sind recht perfekt, ist ein bisschen anders, aber echt geil. Ich überlege gerade, es gab noch hier, ich habe Adventure Time noch nicht geguckt. Aber das steht an. Ist Adventure Time ist cool. Immer unterschiedlich. Manche Folgen sind Banger, manche nicht. Ja. Okay. Was war dieser Cartoon mit diesem... über Essen reden, glaube ich. Ja. Nein, Klaus wollte den Paluten-Podcast. Ja, es war nur ein Witz, weil es eingeleitet worden ist mit Weihnachtssnacks und als ich dann über irgendwas anderes als Adventskalender geredet habe, geflamed worden bin. Ja, du hast über Alkohol geredet. Nein, das ist ohne Alkohol, das, was ich trinke. Ich kann nichts dafür, dass deine Familie alles nur mit Alkohol macht. Ich muss wild um mich schlagen. Was ist die letzte Zeichentrick-Kinderserie, die du geguckt hast, Klaus? Sind Anime-Kinder-Zeichentrick-Serien? Ja. Ja, alles, was Anime ist für alles, Kinder. Alles, was nicht Real Life ist und mit Blut ist für Kinder. Okay, also ich meine, das letzte, was ich angefangen hatte, zeichenmäßiges, war, glaube ich, Castlevania auf Netflix. Oh ja, da machte ich die erste Staffel auf jeden Fall. Bei der zweiten kam irgendwann eine Weile später und ich habe nichts mehr verstanden, was da passiert ist. Okay, ja, ich glaube, ich habe die zweite auch noch nicht ganz fertig gesehen, nur die erste. Klaus, ja? Hast du einen Vogelfetisch oder was ist das hier auf dem Boden? Warum sind hier überall weiße Flecken, Klaus? Was hast du hier getan? Das ist Vogelkacke, oder? Ah, ja, das ergibt mehr Sinn. Ich war gerade richtig verwirrt, ich so, hä? Hab gar keinen Vogel dabei, du hast doch den Vogel dabei. Bestimmt. Und das war's heute mit Corekeeper. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.